Guten Morgen an alle, die am Montagmorgen mit der aufgehenden Sonne meditieren, an alle Teilnehmer vom Ring der Kraft und Teilnehmerinnen. Wir waren heute Morgen in der Meditation verbunden mit der Frage, was ist Grace? Und wir haben diese Frage bewusst gewählt, weil in Tamera feiern wir diesen Tag immer in besonderer Weise, den 9.11. Er ist für uns eine Art von Gedenktag, weil sowohl am 9. November 1989 die Mauer gefallen ist in Berlin. Es ist also ein Tag der Hoffnung und der Kraft im Sinne von einer möglichen gewaltfreien Revolution. Und parallel ist der 9. November 1938 war die sogenannte Reichspogromnacht. Manche nennen sie auch noch Reichskristallnacht, wo die Judenhetze offiziell wurde und begann und wo sehr viele Folgen von Folter, Ermordung, Totschlag, also in einer Weise, wie wir es uns gar nicht vorstellen können, wurde ein Tor der Grausamkeit eröffnet, die zu dem ganzen faschistischen Regime geführt haben. Und so ist es ein Mahnmal der Hoffnung, genauso wie ein Mahnmal des Schmerzes. Und in diesem Zusammenhang ist für mich dieses Wort Grace sehr tief belegt, weil wir unter dem Namen von Grace eine Pilgerschaft veranstaltet haben. Öfter, und einmal zum Beispiel saßen wir am 9. November vor der Mauer in Israel-Palästina und sind am nächsten Tag zusammen mit Internationalen und Israelis in die Westbank gegangen, unter dem Stichwort, wir weigern uns, Feinde zu sein. Ich hole deswegen ein bisschen aus, dass ihr wisst, für mich ist es ein sehr tiefes Thema. Was ist Grace? Und ich möchte, heute Morgen haben wir hier getanzt, 1 Billion Rising, im entsprechenden Abstand. Und es ist eine Frau, die in dieser Bewegung 1 Billion Rising sehr aktiv war, in Wien bei dem Massaker umgekommen. Und während dem Tanz flossen die Tränen und gleichzeitig kam die Freude. Und das ist für mich das Zeichen von Grace. Also Grace umarmt Schmerz, Grace umarmt Tod, Grace umarmt Abschied und Grace feiert immer auch die Kraft der Auferstehung des Lebens. Und ich glaube, wir würden als Menschheit nicht mehr existieren, wenn wir nicht mit dieser Kraft von Grace verbunden wären. Grace erinnert mich immer daran, dass ich in einer höheren Sache unterwegs bin. Grace erinnert mich immer daran, dass wir in der Lage sein müssen, ein bestimmtes Not Knowing, Nicht-Wissen, zu halten in unserem Herzen und zu erkennen, dass unsere Meinungen, Weltanschauungen nichts zu tun haben mit der Wahrheit des Lebens selbst. Und Grace kann in dem Moment wirken, wo ich mich tatsächlich für eine absolute Gegenwärtigkeit öffne, für das, was ist. Und aus dieser Kraft kommt dann auf einmal wie ein höheres Steuerorgan die Grace-Kraft. Vielleicht kennen das einige von euch, wenn man sehr starke Schmerzen erlebt hat oder wenn man jemanden Geliebtes verloren hat oder eine Beziehung gescheitert ist. Wir kennen die Verzweiflung, wir kennen, was mit uns geschieht. Und wenn sich plötzlich dieser Schleier öffnet, das ist wie wenn die Wolken sich verziehen und man schaut in den Himmel, der immer da war, der nie weg war. Und man trifft eine eigene göttliche Größe in sich selber an. Das ist Grace. Oder in diesem Lied Grace, da kommt dieser Satz, einst war ich verloren, jetzt bin ich gefunden. Das ist Grace. Und Grace erinnert mich immer daran, dass eine höhere Lebensordnung, eine höhere universelle Lebensordnung uns Menschen führt und lenkt, wenn wir uns bereit machen, auf diese Stimme zu hören. Und ich bin sehr dankbar, dass die Gebete, die wir jetzt zum Beispiel nach Amerika, Turtle Island, geschickt haben mit den Wahlen, wo wir im Gebet gesagt haben, es geht nicht darum, die Wahl zu beeinflussen, sondern Grace einzuladen. Und dass es bisher doch relativ friedlich abläuft, dafür sind wir dankbar. Ich empfinde, dass da ein Stück Grace gerade wirkt. Wenn die Menschen jetzt anhaften an entweder Trump oder Biden und diese Weltanschauungskämpfe, die daraus kommen wollen, Grace durchlichtet sie alle. Grace geht immer auf eine höhere Ordnungsebene.
Und ich glaube, wir als Menschheit sind jetzt gefragt, uns reinzuwaschen durch diese Power von Grace, die uns lenkt, und dass wir das höhere Steuerorgan in uns erkennen und auf Leben, Wahrheit, Gerechtigkeit, Anteilnahme hin unser System öffnen. Ja, ich wünsche uns allen eine gesegnete Woche. Möge Grace uns durch diese Woche leiten. Und mögen wir immer, wenn es kurz ruckelt, uns daran erinnern, da ist eine höhere Macht, die eindringen möchte in unser System, wenn wir uns dafür öffnen. Danke.